und dann ist interessant, was in den Koalitionsverhandlungen passiert. Da gibt es ja einen Entwurf von dem Koalitionsvertrag und da steht die 100 nicht drin. Und was da drin steht, ist ganz interessant. Da steht unter Verhältnis von Erhalt und Neubau, nach Jahrzehnten des Netzausbaus steht nun die Substanzsicherung an erster Stelle. Unsere oberste Priorität lautet deshalb Erhalt und Sanierung vor Aus- und Neubau. Also offensichtlich haben die Leute Probleme, überhaupt die bestehenden Projekte zu finanzieren. Und das ist also nicht davon auszugehen, dass die jetzt da unwahrscheinlich Druck machen.